Das ist jetzt ein immens wichtiges Spiel. Ja, wir haben dann die nächsten zwei Heimspiele gegen Aalen und Aue. Wir haben zwar jetzt 4 Punkte geholt, ja, aus den letzten 6 Spielen haben wir nur eine Niederlage bekommen, aber auch nur 4 Unentschieden und einen Sieg. Aber es reicht eben noch nicht aus, um sich irgendwo sicher zu fühlen. Wir müssen Punkt für Punkt sammeln. Und jetzt kommen die entscheidenden Spiele und jetzt ist erst mal das wichtigste Spiel gegen Sandhausen. Dass das nicht einfach wird, das wissen wir auch. Wir gehen mit Respekt in das Spiel, ganz klar. Wir respektieren jeden Gegner, aber wir haben auch keine Angst und wir wollen unbedingt mit aller Macht die Punkte holen. Dazu gehört es auch ganz klar, dass wir mehr Fußball spielen als zuletzt, weil, wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, nur das Glück erzwingen geht nicht, aber es wird eben kein einfaches Spiel und wenn es kein einfaches Spiel, kann es vielleicht auch nicht ganz so schön werden. Für uns ist wichtig, dass wir die Punkte holen, ja, dass wir die Punkte holen. So, und ich hoffe dann auch auf die Fans, dass sie uns so unterstützen wie gegen Pauli, wie sie gemerkt haben, dass die Mannschaft das braucht und ich denke mal, wir sind da alle gemeinsam für 60, dass wir da aus dieser Misere, sag ich mal, rauskommen. Die sind in der zweiten Liga, die sind etabliert, die sind eingespielt, die kennen den Abstiegskampf, ja, und die spielen unheimlich diszipliniert. Die haben jetzt, glaube ich, noch nicht ein Spiel verloren, jetzt im neuen Jahr. Und da sind wir gewarnt, dass wir dort wirklich mit Mut, mit Zweikämpfe gewinnen, dass wir sie knacken und dass wir auch sehr, sehr diszipliniert spielen, dass wir da nicht ins offene Messer reinlaufen. Ja, ich glaube, es ist jedem bewusst, dass das wieder ein extrem wichtiges Heimspiel wird. Ein extrem schweres Spiel gegen einen sehr kompakten Gegner, einen sehr disziplinierten Gegner. Aber uns ist, denke ich, auch bewusst, dass wir da jetzt wieder anknüpfen müssen an den Leistungen der letzten Wochen. Und ja, wenn man sieht, dass wir jetzt die letzten 3 Spiele schon mal ungeschlagen sind, dann geht es daran anzuknüpfen und ja, das Maximum rauszuholen. Jetzt, wenn man sieht, wie es gegen St. Pauli war oder jetzt auch in Ingolstadt, das ist dann sieht man eigentlich, was für ein Potenzial 60 München hat und was wir eigentlich noch für eine breite Fanbasis haben. Und ja, Ingolstadt, muss ich sagen, war für uns dann eher ein gefühltes Heimspiel irgendwo. Auch als wir zurücklagen, war da eigentlich nie irgendwas Negatives zu hören oder keine Pfiffe, sondern immer weiter, immer angefeuert. Und ja, da sieht man dann auch, dass das irgendwo der Mannschaft weiterhilft, dass das der Mannschaft Vertrauen gibt und dass man dann auch mal einen Rückstand drehen kann und dass das dann irgendwo ein Verdienst von allen ist, auch von den Fans und von uns.